Moin Leute, am heutigen Tag ballern wir mal wieder ein bisschen mit unserem Lenkrad durch die Gegend, denn wir spielen Truck and Logistics Simulator. Aktuell haben wir 12.000 Euro und haben jetzt die Wahl, obwohl wir haben nicht wirklich die Wahl, denn die anderen Autos können wir uns irgendwie gar nicht leisten. Also hier gibt es einen LKW für 42.000. Also das Einzige, was wir uns leisten können, ist dieser Minivan. Fahrzeug anpassen. Oh, guck mal, richtig hier so Innengestaltung. Der bleibt Standard, Alter. Vor allen Dingen würde das wahrscheinlich sogar noch was kosten, den zu tunen. Oh, und da sind wir auch schon. Lenkrad funktioniert. Erhalte eine Mission vom Logistikzentrum. Diese sind auf der Minimap als grüne Kreise dargestellt. Ah ja, okay. Ja, warte, hier ist ja direkt dann gleich eins. Wenn mich nicht alles täuscht, müsste... Ah ja, hier, guck mal an. Da fahren wir nochmal hier direkt hin. Ausgewähltes Fahrzeug. Ja, ein Campingwagen. Das ist ja geil. Fahre zum Anhängler und kopple ihn an. Ah, der ist... Ja, guck mal hier. Ich fahre hier einfach direkt über den Bordstein. Ist egal. Ja, kein Problem. Ja, das ist das gute Ding. Alter, ein Wohnwagen. Geil. Jawohl, das Ding ist angekurbelt. Folge der Navigation, um die Fracht auszuliefern. Jawohl. So, gehen wir hier in die Perspektive. Weil das ist ja schon das richtige Auto-Feeling. Oh, hoffentlich ist hier niemand. So, fahren jetzt 70 km/h. Oh ja, mit so einem Anhänger ist das tatsächlich nicht schlecht. Oh, fahren hier gefühlt über die Golden Gate Bridge. So, ich fahre mal in der Mitte, damit wir hier nicht in Probleme geraten. Aber das ist doch geil. Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich ein bisschen positiv überrascht. Das Spiel ist zumindest von den Publishern vom Fernbus-Simulator. Und bis dato, wie gesagt, echt stabil. So müssen wir... Oh, was? 121 in der 80er-Zone. Ah. Finde ich aber ganz geil. Also ich finde das System von Blitzern, das gibt immer eine gewisse Art von Realismus rein. Ah, wir sind falsch. So, warte mal. Easy. Wo bin ich denn da gerade falsch gefahren? Ja, ist... Das sieht... Ja, das ist richtig. Sehr nice. Okidoki. Kreisverkehr. Oh! Guck mal, das ist hier mitten am Meer. Das ist schon ziemlich nice. Parke das Fahrzeug im Parkplatz. So. Oh, guck mal hier. Nice one. Ja... Elegant. Transport abgeschlossen. Und jetzt haben wir schön 3.000 Euro verdient. Sehr cool. Steht das Fahrzeug jetzt noch hinter uns? Ja, aber wir haben es erfolgreich abgekoppelt. Okay. Dann lass uns doch jetzt mal zu dem Kreis hier vorne rechts fahren. Für einen neuen Auftrag. Also da muss ich sagen, positiv überrascht. Bis dato. Ist jetzt, mir ist auch klar, dass das kein irgendwie Euro-Truck-Simulator oder so ist. Die Games sind ja schon derbe geil. Aber hey... Ich bin ganz ehrlich über jedes Spiel dankbar, was es so da draußen gibt. Weil Konkurrenz ist immer gut. So, Kreisverkehr. Moin, Leute. Perfekt. So. Was haben wir denn da? Ja, vielleicht etwas, was ein bisschen mehr Kohle bringt. Der bringt 5.000. 8.000. 8.000 wäre schon geil, oder? Na komm, wir gönnen uns mal den hier ran. Boah, Alter, da müssen wir richtig weit. Das ist schon ein bisschen heftig. Der, boah, das ist aber auch nicht ohne. Aber ich glaube, der ist ein Ticken chilliger. So. Was ist das denn jetzt? Gibt es hier eine andere Kamera? Oh. Ja, sehr gut. Und wie geht das hoch? Ah ja, mit der Maus. Ja, warte, ich gehe noch tiefer rein. Nee, das geht irgendwie... Nee, aber das ist ja auch die falsche Seite. Warte mal. Das, normalerweise, so fährt man da doch gar nicht ran. Oh, Vorsicht. Genau, so muss ich da eigentlich rein. Warte mal, gibt's hier... Oh, okay, Kameraperspektive ist jetzt nicht ideal. Warte, ich muss da rein. Warte mal, das geht jetzt richtig runter. Nee, das ist so... So, Hilfe. Ja, ja, so. Nee, aber er ist nicht unten. Runter. Jetzt. Ja, sehr geil. Jetzt hoch das Ding. Perfekt. So. Ah, ein bisschen runter. Jetzt. Oh ja, Fracht ist eingeladen. Sicher? Nee, das ist doch noch nicht. Warte, jetzt runter. Zack, jetzt ziehe ich ihn raus. Perfekt. Und jetzt geht's ab. Oh, wo komme ich hier raus? Oh, ja. Oh, hier ist das Licht. Ah, Licht gibt's natürlich auch. Warte mal, wir müssen einmal kurz... Ah!
Nichts passiert. Wir müssen kurz einmal tanken. Denn ich habe eben schon gesehen. Guck mal, das sind die reichen Leute. Die haben es geschafft. Wenn die LKW fahren. Kurz Stopp. Hier müssen wir einmal durch. Vorsicht. So, Auto Repair. Nee, wir brauchen Tankstelle. Ja. Komm mal her hier. Einmal Motor ausschalten. Nachtanken. Guck mal, da hat man gesehen. Es war erst auf Andy und ist jetzt randvoll. So, guck mal, in der Nacht, da fährt das dann auch meistens nicht so viel los auf den Straßen. Das ist ganz gut. Man sieht hier teilweise die Autos gar nicht so richtig. Vorsicht! Nein! Gut ausgewichen. So. Zack. Ja, wir haben jetzt echt. Warte mal. Die Map kann man gar nicht so richtig sehen. Wir haben eine weite Tour vor uns. Kann man das auf Escape? Ja, also wir müssen hier wirklich von uns. Aber ich glaube, das Gute ist, das ist halt alles Autobahn. Also ich glaube zumindest, ich habe leider nicht aufgepasst, wie schnell wir fahren dürfen. Sieht aber schön bei Nacht. Ich muss ja sagen, ich lieb's als Beifahrer bei Nacht zu fahren. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Eltern mit mir immer, als ich ein Kind war, sind wir immer nachts dann nach Österreich gefahren. Meine Eltern sind dann auch die Nacht durchgeballert. Und das war irgendwie so ein ganz gemütliches Gefühl. Es hatte ein cooles Feel. Scheiße! Gepennt hat der Junge wieder. Na, da kommt jetzt einer. Ich muss hier hoch. Ist noch? Geht noch? Ja, geil. Okay. Vorsicht! Reißverschlussverkehr, sehr gut. Warte, diesmal passe ich auf. Guckt euch die Map an. Bisschen zu schnell. Easy. Hier müssen wir runter von der Autobahn. Und dann wahrscheinlich auf die nächste drauf. Vorsicht. Der Wagen hat an sich eine gute... guck mal, jetzt... irgendwas ist mit dem Getriebe nicht in Ordnung. Das schaltet manchmal ganz komisch. Da müssen wir jetzt echt Landstraße fahren. Krass. Das sind jetzt hier schon die letzten Meter. Wir sind hier... Okay. Zum Beispiel jetzt. Ich stehe voll auf dem Gas und er kommt echt schwer aus dem Quark. Man muss echt den Schwung immer mitnehmen. Sonst hast du verloren bei dem Auto. Aber wenn er da mal Schwung hat, dann geht auch gut. Nichts passiert. Ja, wir verlieren leicht Bremsflüssigkeit. Aber das ist in Ordnung. Wer braucht Bremsen? Meiner Meinung nach vollkommen überbewertet. Kreisverkehr. Viel Kreisverkehr hier am Start. Das muss man sagen. Ich hoffe, dass wir da, wo wir jetzt auch immer ankommen, dass dort eine Station ist für weitere Aufträge. Weil sonst müssen wir... was ist das denn für ein Weg jetzt hier? Jetzt mal wirklich, ich fahre jetzt hier... Vorsicht. Ist das eine private Auffahrt? Das wirkt einfach mega strange. Es wird auch so langsam wieder hell. Paletto aggert die ganze Nacht. Guckt euch, das sieht aus wie fucking New York. Hier ist ein Schloss? Junge, was liefere ich hier aus? Parke das Fahrzeug im Parkplatz. Muss ich hier rein? Tatsächlich. Junge, ich muss jetzt hier in... Da passe ich doch gar nicht durch. Warte mal. Ich passe doch durch. So. Okay. So, zack. Jawohl. Was? Frachtbeschädigung, 43%? Junge, was für ein Scam. Ich wurde einfach verarscht. Sorry, war falsch, ist Pedal. Junge, und jetzt kann ich... Wo kann ich den nächsten Auftrag annehmen? Er ist wieder da ganz hinten. Ich springe hier einfach runter. Warte mal, zur Garage gehen? Weil dann können wir uns vielleicht hier ein bisschen wegteleportieren. Und wenn wir jetzt wieder auf Fahren gehen? Das wäre Trick 17, Junge. Das wäre wirklich Trick 17. Nice one! Weil dafür haben wir jetzt ja keine Kohle bezahlt oder so. Und von hier aus gehe ich mal davon... guck mal. Wir hätten hier rum. Jetzt können wir hier vorne... Was sind denn die gelben Kreise? Egal, wir fahren hier vorne zu einem Grün. Ja, dann fahren wir hier... guck mal, jetzt fahren wir schön in diese große Hauptstadt rein. Ich glaube... Nö, ich fahre hier... aber da fahren wir, glaube ich, unten durch. Das könnte ein Fehler gewesen sein. Ich glaube, obenrum wäre besser und schneller. Warte mal, ich mach mal Licht an. Junge, was ist das für eine unterirdische Autobahn? Ich bin jetzt... lass mich mal hier. Vorsicht! Hier links... Genau, dann können wir, glaube ich, da vorne mit dem hier was machen.
Ja, das ist perfekt. Ja, hier ist doch wieder Logistik. Zack, Junge. Was haben wir? Oh, Belohnung 9000. Ja, das mache ich. 9000 ist schon sick. So, ab dafür. Was ist denn das? Kann mir jemand sagen, was das sein soll? Wieder ab auf die Autobahn. Ja, das ist geil. Sieht schon ein bisschen bedrohlich aus, unser Anhänger. Vor allen Dingen im Rückspiegel. Country Road, take me home to a place. Das darf man zum Beispiel, glaube ich, überhaupt nicht machen, weil dann irgendwann dieser Anhänger hinten so sehr anfängt zu schwingen, dass der dich mit in den Tod reißt. Aber was ich ja zugeben muss, es ist ja so viel entspannter, keine Flixbus-Gäste da drin zu haben. Weil so eine Fracht, die beschwert sich nicht. Gut, wir haben natürlich jetzt ein paar tausend Dollar verloren oder Euro, weil unsere Fracht ein bisschen beschädigt war. Ich weiß auch nicht unbedingt, woher das kommt. Ich bin doch super gefahren. Ich mache das ja auch für einen Freundschaftspreis hier. Es müsste auch so ein bisschen mit einberechnet werden, wie schnell man ist. Weil ich glaube, wir gehen schon ein großes Risiko ein, indem wir hier wieder 115 km/h fahren. Oh, warte, ist hier Mautstelle? Ich glaube, das war Maut oder so. Ja, guck mal, weil ich gebe hier 120 aus der Möhre. Und ich glaube, wir haben so, 1,2 Tonnen Gewicht ziehen wir. Oh, guck mal, jetzt fahren wir sogar 130, 140. Alter, wir werden wirklich immer schneller. Also geblitzt werden möchte ich jetzt auf gar keinen Fall. Weil jetzt haben wir 150 Sachen drauf. Weiß einer, wie schnell wir fahren dürfen? 130, oh, es geht eigentlich. Das ist ja tatsächlich noch zu verschmerzen. Wir müssen hier aber aufpassen. Weil diesmal würde ich das ganz gerne ohne Frachtschäden schaffen. So, der blinkt jetzt hoffentlich nicht irgendwo rüber. Nee, easy. Sehe ich hier irgendwo, wie viele Kilometer das noch sind? Oh, guck mal, hier müssen wir jetzt aber schon wieder runter. Ey, kann das sein, dass wir fast schon wieder da sind? Ah, Mist, hier müssen wir runter. Vorsicht. Ganz hubbeldi-bubbeldi. Oh ja, das ist super. Ja, hier dürfen wir 100 fahren. Aber ich glaube, das ist schon... Ich glaube, hier müssen wir das Ding abgeben. Oder vielleicht auch nicht, weil das hier ist die Stadtautobahn. Ich glaube, wir fahren nur durch die Stadt durch. Schade, weil das wäre dann ja mega leicht verdientes Geld gewesen. 80 Stundenkilometer. Ja, hier ist wieder diese Golden Gate Bridge. Weiß noch jemand, wo der Blitzer war? Ich glaube, hier nicht. Easy. Ich guck mal kurz auf der Karte. Ja, wir sind fast da. Hier rüber, zack, zack. Also ich glaube, so leicht haben wir wirklich noch nie Geld verdient in dem Spiel. Weil dann haben wir 20.000 Euro. Ach komm, abzüglich vielleicht einer kleinen. Ah, 139, wir sind... Aber ich bin nur... Oh, Alter, was machst du denn? Ich bin ja nur 100, also ein bisschen zu schnell. Es gibt ja auch so einen Toleranzbereich, wenn du nimmst. Nur vorsichtig, fahrt jetzt bitte nicht wie ein Idiot. Einfach auf eurer Spur bleiben. Oh, Mercedes. Mercedes GLE, also aber ein etwas älterer. Erkennt man immer ganz gut hinten an dem Türchen. Also Fensterchen, glaube ich. So, hier müssen wir runter. Oh, kleiner Sprung. Oh, hier am Hafen. Oh, Speedbumps. Vorsicht, muss mal aufpassen. Nichts passiert. Aua. Oh, ist jetzt mal gucken. Ah, guck mal, das Gute ist, war direkt grün. Ich teste das jetzt mal mit der roten Ampel. Als ob, juckt die nicht. Es gibt Blitzer, aber rote Ampel ist egal. Interessant. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie kommen wir denn jetzt hier auf das Gelände? Ich glaube, ich muss hier einmal drehen. So, hier ist es. Ah, hier ist der. Ah, Vorsicht. Entschuldigung. Ah, da geht's rein. Sorry. Vorsicht. Ich muss hier einmal. Bitte. Ja. Fahren Sie auch noch. Danke. Oh! Sag mal, was soll das denn jetzt? Hallo! Ei. Vielleicht kleiner Fahrfehler von Verletzung. Oh, bitte, jetzt macht aber nicht auf den letzten Metern jetzt noch irgendwie, dass das viel Geld gekostet hat. Jawohl. Ja, Frachtbeschädigung 0%. Das gab jetzt 9.700. Oder sogar ein bisschen mehr. Ich habe noch so einen Parkbonus bekommen. Warte mal, hier ist irgendwas. Ist das Grüne? Das Gelbe? Was ist das denn? Ist das irgendwie was für die Baustelle? Oh, guck mal, wenn du so ein Ding hast, da kannst du auch irgendwann so einen richtigen Tier, eine Baumaschine. Fahrzeug kaufen, 13.000. Ah, das ist eine Konvoi-Begleitmission. Fahrzeug kaufen? Den habe ich jetzt gekauft. Ah, nee, den kann ich kaufen. Warte mal. Ah, es gibt auch immer verschiedene Versionen davon. Das sehe ich ja jetzt erst. Guck mal, man kann... Und dann, das ist ja so ein VW-Bus. Aber ich hätte gerne... Warte mal, den Minivan. Fahrzeug kaufen. So.
Jetzt mal kurz testweise. Und dann soll man irgendeine Begleitmission machen können, dass du dann wahrscheinlich der bist, der so ein bisschen vorfährt. Willst du so Schwertransporte halt? Ja, hier einmal raus. Und dann will ich schon noch mal gerne auf das Gelände hier fahren. So, warte mal. Guck mal, hier fährt sich auch echt gut. So, ich bin da. Zack. Und dann mach mal. Hä? Hallo? Normalerweise geht das so. Hallo? Der geht hier gar nicht an gerade. Warte mal, zurück zur... Oder muss ich da noch eine Ausrüstung kaufen? Konvoi-Ausrüstung kaufen? Ah ja, da... Nein! Nein, ich habe nicht genügend Geld. Du willst mich doch verarschen. Ah ja, warte, aber hier könnte ich Konvoi-Ausrüstung kaufen. Ah ja, guck mal hier. Ja, den anderen, das war jetzt vielleicht ein kleiner Fehlkauf, der andere. Aber vielleicht ist der besser. Aber guck euch das an. Guck mal, wir hätten den Minivan vielleicht gar nicht gebraucht. Das will ich mir jetzt mal angucken. Aber wir konnten sowieso komischerweise mit dem jetzt hier nix starten. Warte mal, zack. Hier ran. Muss ich da vielleicht mehr richtig reinfahren? Nee, guck mal, er aktiviert komischerweise hier nicht die Missions. Dann lass uns mal da vorne hinfahren. Aber das sind, glaube ich, wieder eher so Lager-Mission, weil wir sind jetzt echt so ein Konvoi-Fahrzeug, was dann so vorne wegfährt. Wenn du so einen Schwertransport hast, zack. So. Hier sehe ich jetzt... Ja, das sind alles Frachtmissionen. Guck mal, übersteigt die Hängelast. Ah, guck mal. Das würde man jetzt mit dem hier hinbekommen. Weil der eine krassere Hängelast hat. Zack. Macht er das jetzt automatisch, dass er mein neues Fahrzeug nimmt? Ja, guck mal, da fährst du dann in Kolonne voran. Ah ja, geil. Starten wir mal. Und jetzt haben wir... Ah, der steht hier vorne. Oh ja. Das ist schon, glaube ich, so ein Luxuswohnmobil. Rückwärts, chillig und ankoppeln. Ja, noch einen Ticken ran. Jawohl! Guckt euch das... Alter, da musst du echt richtig aufpassen. So, wenn du auf der Straße bist, du musst... Oh, weil dein Wendekreis ist halt sick. Du darfst jetzt die Kurve nicht zu eng nehmen. Wir müssen so weit ausholen. Ja, weil sonst crashst du volle Kanne in die... In die Planke. Mal gucken, von innen? Ja, ja. Das ist auf jeden Fall das VW Minibus. Oder nee, VW T6? Ich glaube, VW T6 nennt er sich. Jawohl. Oh Gott! Nichts passiert. Aber nun gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute mit einer kleinen Runde von Trucks and Logistics. Ich muss sagen, gar kein so schlechtes Spiel. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Klar, man muss wahrscheinlich über Stunden sich ordentlich aufleveln, neue Autos kaufen, um dann den kompletten Umfang zu ballern. Aber das war nett. Leute, wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Schaut mir mal gerne auf Paluten.chat vorbei für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.